Kramer Polstermanufaktur. Hier fertigen wir für Sie Stühle, Sessel, Sofas, Betten und andere schöne Polstermöbel. Unsere Modelle entwickelt das Kramer Design Team. Die besten Zulieferanten aus Deutschland und Italien versorgen uns mit Rohmaterial und Halbfertigteilen. Unsere Stoffe- und Lederauswahl umfasst tausende Farben und Qualitäten. Nicht alles ist vorrätig, sodass wir zuerst die für Ihren Auftrag benötigten Mengen beschaffen. Bezugsmaterialien prüfen wir auf Beschaffenheit und Güte. Genügt die Ware nicht unseren Ansprüchen, geht sie zurück. Ist alles in Ordnung, lagern die Leder bis zum Produktionsbeginn auf Lederwagen. Sind alle Polsterteile vorbereitet, beginnt der Lederzuschnitt. Naturbelassene Leder erfordern viel Erfahrung, um eine hohe Qualität und Lederausnutzung zu erreichen. Unsere Zuschneider wissen genau, wo jedes Teil am fertigen Möbel sitzt. Für gut sichtbare Bereiche wie Sitz- und Rückenkissen kommen nur die Filetstücke der Haut in Betracht. Für weniger sichtbare Stellen dürfen auch unregelmäßige Stücke verwendet werden. Zugeschnitten wird mit Rasiermesser scharf Rollmesser. Dann gehen die Zuschnitte in die Näherei. Vor dem Verarbeiten werden alle Stoffe auf Aussehen, Farbgleichheit, Konsistenz und Menge geprüft. Webfehler oder andere Unregelmäßigkeiten werden nicht verarbeitet. Großgemusterte Stoffe werden mit Einzelschablonen angezeichnet. Für unifarbiges Material kann dagegen die Schablonfolie eingesetzt werden. Die perforierten Folien werden nach dem Ausrollen mit einer speziellen Puderkreide bestrichen. Nun kann zugeschnitten werden. Um ein sauberes Nähbild zu erhalten, schärfen wir dickere Leder an der Schärfmaschine aus. Dabei wird das Material von der Rückseite mit einem Schärfmesser ausgedünnt, sodass sich später unter dem Bezug nichts mehr abzeichnet. In der Näherei fügen wir die einzelnen Zuschnitte schließlich zu ganzen Bezügen zusammen. Gearbeitet wird dabei zunächst von der linken, also der später nicht sichtbaren Innenseite der Bezüge. Nach Bedarf werden einzelne Zuschnitte mit Watte gepolstert. Mit der Kettelmaschine werden Lederzuschnitte und Polsterwatte miteinander verstärkt. Materialüberstände werden automatisch beschnitten. Alle Teile werden zusammengefügt und mit Reißverschlüssen, Klettbändern, Druckknöpfen, Zugstreifen und so weiter versehen. Um eine optimale Qualität zu erzielen, wird jeder Bezug vollständig von einer Mitarbeiterin gefertigt. In der Weißpolsterei werden die Rohteile vorbereitet. Sie möchten einen weicheren oder festeren Rücken, eine andere Neigung oder haben andere Sonderwünsche? Kein Problem. Unsere Mitarbeiter ermöglichen fast jeden Sonderwunsch. Der formgeschäumte Rohling wird manuell entgratet, damit sich beim fertigen Möbel nichts abzeichnen kann. Mit speziellen Polsterklebern werden Polsterwatte und Schaumwatte aufkaschiert und mit Schaumsäge und Schere beschnitten. Nach der Fertigstellung beziehen wir die Weißpolsterteile mit den fertigen Hüllen. Die Zugstreifen aus Baumwolle werden am Sesselkorpus festgesteckt, um den Bezug zu positionieren. Dann werden sie fixiert, damit nichts mehr verrutschen kann. Die Bezüge werden auf rechts gedreht und über den Korpus vorgespannt. Die Hülle wird nach Bedarf für einen akkuraten Sitz mit Polsterkleber auf dem Rohling fixiert. Für einen Faltenarmbezug ist Fingerspitzengefühl und Kraft erforderlich, denn jeder Lederbezug verhält sich anders. Um das Material, um Rundungen zu ziehen, muss es an manchen Stellen eingeschnitten werden. Nun kann der Bezug festgeschossen werden. Zuletzt werden Montagelöcher angebracht und überschüssiges Bezugsmaterial entfernt. Erst wenn der Bezug perfekt sitzt, können die Teile verschraubt werden. Nach dem Einpassen des Sitzes wird das Kramer Qualitätssiegel angebracht. Sind Meister und Geselle zufrieden, dann kann das gute Stück für die Auslieferung eingepackt werden.